Moin! Freitag. Bisschen mit Verspätung hier. Technisch gab es gerade noch ein bisschen was zu lösen für mich, bevor wir hier live in die Besprechung gehen konnten. Danke für die Geduld. Äh, heute bin ich mal Letzter. Na gut, nicht Letzter, aber <laughs> deutlich. Hintendran, ja, hinten dran, Das ist das Thema. US-Wahl dauert länger wie gedacht. Ne? Aber wird schon werden. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir hatten es in der Geschichte schon. 2000, da war das Ergebnis erst... Ich glaube, Anfang Dezember, 8. Dezember ist da der Stichtag, bis wohin zumindest eine grundlegende Entscheidung getroffen werden sollte. Dann kommen die nächsten Dinge. Bis dahin haben wir Luft. Wir haben schon erste Informationen bekommen, dass. Ich glaube Nevada war es gewesen. Ach, das ist so viel hin und her, wo es sich es noch ein bisschen hinzögern kann. Vielleicht bis zum 12. November. Also das Thema bleibt dort wirklich sehr, sehr interessant. Aber es wird gezählt. Das ist wichtig. Und ja, zu Donald Trump sage ich besser nichts. Das Schauspiel. Couch, Popcorn, Cola und angucken. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Man hat gesehen, was die TV-Sender gestern gemacht haben, als sie teilweise die Rede unterbrochen haben. So, gut, wir sprechen heute über Silber, Euro, Kandler, wir sprechen über WTI im zweiten Teil dann hinten dran. Ein bisschen was zum Thema Wahl, ein bisschen Fokus auf beiden, weil das genau das ist, was die, ähm Aktienmärkte gerade auch einpreisen. Deswegen sprechen wir darüber, was im Falle eines beiden Wahlsieges da auf uns wartet, was dort die Märkte sehen. Das heute mal ein bisschen mehr Fokus. Da auf diesem Punkt habe ich auch eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mal den Dow analysieren kann. Und das mache ich in diesem Atemzug einfach mal, um zu schauen, wenn der Markt das, was jetzt geht, weiterspielt. Welche Szenarien haben wir da? Was kann alles kommen? Das schauen wir uns im Zweiten Teil dann an. Im ersten, wie schon gesagt, hier an dieser Stelle, ähm, ja, muss man wirklich sehen, ähm, dass wir gute Trading-Ideen finden und das machen wir heute mit Blick, wie schon gesagt, auf Silber und ein paar Währungen. Wir schauen noch WTI. WTI übrigens schon im Fokus, so ein bisschen von beiden, ja, weil wir haben ja doch relativ gute Zahlen bekommen. Von den Lagerbeständen, aber auch das werden wir gleich sehen. So, Fragen haben wir auch schon bekommen. Euro, Austral-Dollar ist da. Hm? Ich sage schon mal eine kleine Vorankündigung für nächste Woche. Vielleicht wird das ja noch was mit unserer Handelsidee hier: äh, Austral-Dollar, US-Dollar. Das sieht gar nicht so uninteressant aus. Wir müssen einfach mal schauen, was da jetzt passiert. Aber das könnte für die kommende Woche durchaus interessant werden. Ja, ansonsten. Na, noch eine Frage zu den Zählen in den USA. Es ist natürlich eine Menge. Ein Post, die da ist und auch viel, viel mehr Wahlbeteiligung dieses Jahr über die Briefwahlen. Das dauert halt ein bisschen, so einen Briefenschlag aufzumachen und und und. Es dauert halt länger, als ein gefaltetes Blatt Papier aus einer Wahlurne zu nehmen. Deswegen scheint das dort zu lang zu dauern. Aber warum das so ist, was die Gründe sind, keine Ahnung. Müsste man mal hinfahren und sich angucken. Wir machen Trading, wir machen erst einmal den Blick auf die Risiken. Bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit blicken wir mal auf das, was nachrichtentechnisch heute äh, hier auf dem Schirm ist. Industrieproduktion im äh, September in Deutschland äh, ja, unter den Erwartungen, aber deutlich über dem, was wir im letzten Monat hatten. Das ist ein positives Ergebnis. Von den Briten kriegen wir Daten zum Hausmarkt. Hauspreisindex, das wird die Märkte, glaube ich, nicht so extrem bewegen wie alles um das Thema Brexit. Was bekriegen wir noch heute? Und das ist der wichtigste Fakt. Neben den Dingen, die immer wieder reinschwappen können. Die Non-Farm-Payrolls heute hier um 14.30 Uhr und die Arbeitslosenquote, das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die USA. Geht momentan alles am Rande so ein bisschen unter durch das Thema Wahlen, aber auch da sage ich nachher noch ein paar Worte dazu. Was beiden hier entsprechend vorhat, wo sein Fokus liegt. Machen wir die Nachrichten mal noch fertig. Wir schauen mal kurz zurück auf das, was wir diese Woche bis dato hatten. Ich hatte es am Montag auch gesagt, wir haben, ähm, äh, sage ich mal, positive Zahlen aus China bekommen. Wir haben ja diese Woche die Einzelhandelsumsätze bzw. die Einkaufsmanager-Indizes so rum ähm, bekommen. China hat da angefangen, 53,6, besser als letzten Monat, über den Erwartungen. Die Zahlen sind, wie sie sind. Aus Deutschland haben wir äh, den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe am Montag bekommen. Auch das grüne Zahlen. Es ist immer schön, wenn diese Zahlen grün sind. Da wachsen wir und wir wissen ja alles, über 50 bedeutet Wachstum letzten Monat 58, jetzt 58,2. Ist ein Quäntchen plus, das ist eine feine Sache. Die Briten äh, haben da mitgezogen, ebenfalls positiv überrascht. Und die Amis haben ordentlichen Schluck draufgesetzt. Die hatten hier im ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe im letzten, äh, in der letzten Zählung 55,4. Jetzt waren es. 59,3 und das lag auch deutlich über den Erwartungen. Die Analysten hatten hier lediglich mit 55,8 gerechnet. Das war interessant. So, dann haben wir ja Dienstag die US-Wahl, ganz klar. Ähm, das war einfach nur der Tag. Den Rest müssen wir einfach noch abwarten. Mittwoch gab es dann aus Großbritannien äh, und äh, den USA Einkaufsmanager-Indizes im Gesamten und für die Dienstleistungen. Ja, da sah es bei den Briten nicht ganz so gut aus. Äh, Rückgänge hier auf äh, breiter Front, ähm, aber alles noch über 50 ADP-Beschäftigungsänderungen. Hier ein Rückgang, äh, 365.000 war da die aktuelle Zahl, lag deutlich unter den Erwartungen und auch deutlich unter dem vom Vormonat. ISM-Einkaufsmanager-Index für die USA ist ebenfalls leicht rückgängig gewesen im Dienstleistungsbereich. Und jetzt kommt der Knaller hier an dieser Stelle. Die Rohöllagerbestände, das ist natürlich mal eine Hausnummer. Ne? Wir hatten im letzten, in der letzten Woche einen Zuwachs von ähm, 4,3 Millionen Barrel. Äh, die Analysten hatten mit einem Zuwachs von 0,89 Millionen Barrel gerechnet und tatsächlich war es ein, ein, ein Rückgang äh, von knapp 8 Millionen Barrel. Das war schon. Eine deutliche Überraschung hier, aber das sehen wir, die Schwankungen sind immer da. Dem Ölmarkt hat es hier jetzt nicht quasi äh, nicht unter die Arme geholfen. Wir schauen uns das Ganze gleich an, was da los ist. Dann haben wir gestern noch äh, von äh, den Notenbanken ein bisschen was bekommen. Über die FED sprechen wir nachher noch. Die Bank of England äh, hat hier das anleihekaufprogramm ausgeweitet, das Ganze hier um die Wirtschaft zu stützen. Ähm, dann hatten wir gestern den Einkaufsmanager fürs Index fürs Baugewerbe in Großbritannien noch mit liegen. Auch dort rückläufige Werte 53,1 nach 56,8 ähm, im Vormonat. Und in den USA, ähm, da gab es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Äh, hier 751.000. Das lag unter denen der Vorwurf. Woche, aber über den Erwartungen der Analysten. Tja, und der Zinsentscheid der FED, so viel sei schon mal äh, vorweggenommen, da hat sich nichts geändert. Die FED lässt die Zinsen, wie sie sind. So, und damit machen wir die Nachrichten jetzt noch komplett fertig und zwar. Schauen wir auf das, was nächste Woche grob über den Daumen auf uns wartet. Die Feinjustierung machen wir natürlich immer jede Woche oder jeden Tag morgens dann. Wir kriegen am Dienstag, Montag gibt es relativ wenig, Montags sind oft Tage, da kommen nicht ganz so viele Nachrichten. Dienstag gibt es von den Briten das, das Thema Arbeitsmarkt, wir kriegen die ZEW-Konjunkturerwartungen ähm, aus den USA, die Joel Stellenangebote und immer so ein bisschen was Interessantes äh, zum Thema Öl auch. Das ist der Energieausblick hier der äh, Energieagentur. Der USA gibt am ja, Dienstag einen kleinen Ausblick. Mittwoch gibt es dann ähm, viel um die Briten, und zwar rund um das Thema Bruttoinlandsprodukt und die Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Donnerstag machen die Briten weiter mit dem BIP. In den USA gibt es dann den Verbraucherpreisindex, die Rohöllagerbestände und wie immer der Blick auf den Arbeitsmarkt. Und am Freitag gibt es dann die Erzeugerpreise aus den USA. Da kommt das Thema Inflation ein bisschen auf den Tisch, aber da ist momentan nichts, was anbrennen kann, beziehungsweise was Druck auf den Kessel bringt. So, damit hätten wir das und hier noch der kleine Vorschau äh, über das, was es jetzt im Anschluss an unserer Marktbesprechung gibt, nämlich wir schauen wieder mal in die USA. Das Thema brennt ja allen unter den Nägeln. Das läuft auch in den Nachrichtensendern rund um die Uhr über alle Kanäle. Wir schauen, was wir hier aus Sicht eines Traders entsprechend auch erwarten können. Das machen wir gleich zuvor. Allerdings wie immer der Blick in die... Die Charts, das Bild mache ich auch gleich noch mal mit groß hier, damit man die Charts schön sehen kann. Äh, wie schon gesagt, den DAU machen wir hier nachher noch mal intensiv und äh, das Ganze an dieser Stelle natürlich wie immer mit Blick auf das, was wir hier rauslesen können. Zuvor, ja, schauen wir auf Silber. Zunächst Gold hatten wir ja schon, na, Gold hier. Endlich gibt es den Befreiungsschlag nach oben. Wie lange haben wir gewartet? <laughs> ein Dreieck nach dem anderen hier. Oben rausgeschoben im Gold. Jetzt geht es endlich zur Sache nach oben. Und das Ganze passiert so ein bisschen auch im Silberchart. Nicht ganz so dynamisch wie im Gold. Ähm, dafür aber, tja, trotz alledem, interessant der Chart. Hier der Blick in Silber. Wir haben jetzt hier erstmal den Blick im Silber in den Tageschart und, wartet mal, ich muss mal kurz das Bild hinten noch anders machen, so, also wie schon gesagt, das Blick, der Blick in den tagesschatz im Silber, das ist das, was hier an dieser Stelle momentan grundlegend für mich interessant ist, und zwar die hochinteressante Verortung hier, ja? also Gold ist ja schon durchgerannt gestern durch die Oberseiten, im Silber haben wir die Chance, und das Interessante hier an Silber ist jetzt tatsächlich, dass wir Nummer 1 hier die Range haben, die sehen wir oben, der Deckel naja, ein bisschen über 25,50. Ne? Hier oben dieser Bereich rum. Das Spike hoch hier oben an dieser Kerze waren 25,55. Dann haben wir hier unten die Marke von 22,90. Das sind so die Marker, wo wir sehen, da haben wir eine Range und in dieser Range geht es immer mal ein bisschen zur Sache. Wir haben jetzt allerdings hier eine Situation, die ist sehr spannend, weil, wenn wir uns diese Range mal anschauen, ne, dann sind wir hier einmal hochgelaufen, runter und dann hat es runter getrendet. Jetzt ist es ein bisschen anders. Wir sind sehr dynamisch hochgelaufen und jetzt hart der Markt hier oben so ein bisschen auf. Das ist hochinteressant. Warum? Das mehrt die Chancen, dass wir hier eine Konsolidierung unten drunter bekommen und dann der Schub nach oben läuft. Das Ganze, wie ich schon gesagt, wäre dann der Ausbruch aus der Range. Wir müssen allerdings beim Thema Range auch immer die Unterseite haben. Prallen wir von hier oben ab, wird erstmal die Unterseite interessant. Und das wäre dann hier in diesem Bild natürlich erstmal wieder... Da muss man kein Prophet sein, unten das Level bei 22,90. Bis heute können wir uns ein bisschen orientieren auf die Oberseite. Und das Schöne ist, wenn wir diese Range, diese Seitwärtsphase hier nach unten, äh, nach oben definitiv verlassen. Das wäre ein positives Zeichen, weil das, was wir dann auf Tagesbasis bekämen, wäre, passt auf, das ist jetzt interessant. Wir haben hier den Schub nach oben, wir haben hier eine Korrektur. In dem Moment, wo wir in die Korrektur reingelaufen sind und jetzt nach oben gedreht sind, haben wir hier an dieser Stelle ein höheres Tief. Das ist schon mal das Erste, was wichtig ist. Und was wir schon hatten hier, das war das Zwischenhoch. Und wenn es der Markt jetzt tatsächlich schafft, hier oben drüber zu fliegen, ja, das wäre interessant, weil dann hätten wir diese Abwärtsphase hier mit einem Aufwärtstrend abgelöst. Und dann wird es interessant, dann ist jetzt kurzfristig noch ein Bereich sehr, sehr wichtig und zwar. Das Level, was wir hier drüben an dieser Stelle haben, hier, das war mal sozusagen immer wieder Support und da sind wir natürlich hier an dieser Stelle drunter gelaufen. Deswegen an diesem Punkt jetzt der Widerstand und dieser Widerstand, wenn der rausgenommen wird, hier sind wir drunter gelaufen. Das wäre extrem positiv, weil in diesem Falle könnten wir uns mit Blick auf das größere Bild dann auf die höheren Level fokussieren. Und da hätten wir hier einmal die 2750, hier oben die 28 knapp 90, ne? Also das Bike hier oben lief rein bis 28 98, Nein, entschuldigt, 28 89 und dann hier das Zwischenhoch da oben bei im Spike hoch haben wir es gehabt 29 83. Sehr sehr gutes Potenzial zur Oberseite hin und das ganze schauen wir uns jetzt Sie wissen es schon, <laughs> meine Lieblingsdinge. Wenn Trendgrößen ineinander fließen, das ist das, was immer wieder so hervorragend funktioniert im Trading. Bei den Währungen, bei den Rohstoffen, bei den Aktienindizes, ich das immer wieder das Gleiche. Es funktioniert und deswegen schauen wir uns das Ganze immer wieder so an. Und jetzt gucken wir uns den Silberchart mal an. Ich gehe mal hier in die vier Stunden, da sehen wir ein bisschen besser, äh, was hier läuft. Also, was ich hier skizziert habe, war nochmal der große übergeordnete Trend auf Tagesbasis. Was jetzt hier auf der Stundenbasis aber wirklich das Interessante ist, ist tatsächlich, wir sind von unten ran hochgekommen, also direkt hier schön nach oben getrendet. Ne? Bewegung, Korrektur auch hier, das höhere Tief und jetzt. Zack, oben raus. Wir haben schön die Widerstandslevel aus dem Markt genommen. Ne? Also dieser Drehbereich hier rausgenommen worden. Dieses Level hier testen wir oben gerade an. Und das Schöne an dieser Stelle, was wir jetzt hier tatsächlich sehen, ist genau das Verharren hier in diesem Bereich. Und wenn das nach oben wegdreht, hier, das schauen wir uns gleich noch mal im kleineren an, weil das ist für die aktiven Trader wirklich sehr 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 interessant an dieser Stelle. Schaut mal hier ist schon in blau gekennzeichnet, wir sind hier schon über das kleine Zwischentief drüber gegangen. Das ist jetzt wirklich hier an dieser Stelle das hochinteressante, denn das sind die Marker, die wir hier drinnen liegen haben. Das ist das, was wir zur Oberseite brauchen. Diese Konsolidierung. Und wenn die sich nach oben auflöst, dann wäre das echt richtig interessant. Ne? Zum Thema Range, bevor wir uns die Oberseite anschauen, möchte ich nochmal zwei Dinge bringen. Wenn wir tatsächlich noch ein Stückchen tiefer laufen sollten, das heißt hier an dieser Stelle die Korrekturausdehnung machen, unter dieses Zwischentief hier bei knapp 24,89 nochmal drunter laufen. Dann haben wir noch ein paar Anlaufpunkte Richtung Unterseite der Range, weil das wäre dann ganz klassisch innerhalb der Range, das Abprall sozusagen nach unten, den Abprall nach unten zu sehen. Aber und das ist jetzt das Interessante: Da haben wir halt Anlaufpunkte, die dann gelten können nach oben. Aber wir sind momentan stark. Wir müssen die aber auf der Uhr haben, denn das sind natürlich auch Marker, die darüber entscheiden, ob das jetzt ein Range-Trade wird oder aber tatsächlich der Ausbruch nach oben. Und wird es ein In-Range-Trade, haben wir hier Drehlevel. Und die Drehlevel sind unter anderem auch dafür notwendig, dass wir einschätzen können, wird das denn hier jetzt die klassische Range-Abprall? Das heißt, ist das hier an dieser Stelle nur der Weg nach oben gewesen? Oder? Sehen wir hier tatsächlich aktuell lediglich die Korrektur im bestehenden Aufwärtstrend? Ne? Und das haben wir hier. Und die Korrektur kann ja ohne weiteres bis hier unten reinlaufen ins Tief bei 23,22. Und wenn das passieren sollte, wäre das erstmal wieder ein Zeichen von ein bisschen Schwäche. Aber die Anlaufpunkte sind da, die Drehpunkte, die planbaren. Und das ist einmal das Ausbruchslevel bei 24,50 und unten die 23,22 im Sinne dieser Aufwärtsdynamik. Nur das, was für mich als Händler jetzt wirklich das hochinteressante ist, ist wirklich folgt Silber hier dem Schub im Gold, ja? Und übrigens auch im Euro. Ja? Der Dollar dreht momentan wieder rum. Und ja, oh hey Leute, der Euro steht momentan bei 18. Also 1,18,38. Wir standen vor nicht allzu langen Stunden unter 1,17. Das nenne ich mal Dynamik. Jetzt allerdings für uns hier im Silber interessant, dieser Bereich. Das, was wir hier nach unten gesehen haben. Und das schauen wir uns in diesem Kontext mal an. Denn das ist die Korrektur, das Verharren auf einem hohen Level. Und hier wird es jetzt tatsächlich interessant. Das ist das Stärkezeichen. Wir sind hier runtergelaufen, ja. Immer mal auch wieder ein bisschen getrendet hier, das sehen wir schön im Silber, hier in den 15 Minuten. Jetzt wird es interessant, wenn wir hier an dieser Stelle nach oben laufen, oben drüber, dann haben wir das, was wir brauchen. Dann haben wir in den 15 Minuten einen Aufwärtstrend, dann haben wir in den 4 Stunden einen Aufwärtstrend und dann haben wir die richtig gute Chance, das Ganze mit rüberzunehmen in den Tag in den Aufwärtstrend. Dann haben wir die kleine, die mittlere und die große Zeiteinheit allesamt in eine Richtung laufen. Und daran sehen wir, dass die Händler einfach nach oben wollen. Und das ist hochinteressant. Schauen wir uns das Ganze noch mal kurz im 4 stunden chart an, wo dann entsprechend auch Kursziele liegen. Diese Kursziele haben wir nämlich auch da. Wir haben gerade die Kursziele im Tageschart besprochen nach oben hin, wo es liegt. Und auf dem Weg dorthin ist für die kurzfristig interessierten Trader auch noch ein bisschen was sozusagen interessant. Wir hatten es auf Tagesbasis schon besprochen. Hier das Verkaufslevel um die 26.06 ist da. Ansonsten hier mit Blick auf das Kleine, was hier nach unten sozusagen läuft, was diesen großen starken Abverkauf gemacht hat. Hier der Abverkaufspunkt um die 26.30, das Zwischenhoch bei 27.22 und zack, stehen wir schon oben bei 27.50. Und das ist wirklich interessant. Weshalb schaue ich da drauf? Weil das die Punkte sind, wo die Verkaufsorders oder womit wahrscheinlicherweise noch Verkaufsorder von Shorthändlern liegen. Und wenn die sich eindecken, kommt die ja mit Nachfrage auf den Markt. Und genau diese Nachfrage wird dann dazu führen, dass der Nachfrage oder dass das sozusagen dass der Nachfragedruck immer größer wird und das wirkt sich dann entsprechend auf die Preise im Silber aus. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Deswegen hier heute. Der Blick in Silber. Wir machen weiter mit den Währungen und zwar Euro-Kann-Dollar. WTI machen wir auch noch nicht. Das ist, steht definitiv mit auf der Liste. Ähm, und äh, in dem Rahmen auch noch Euro-Austral-Dollar. Ich schiebe das WTI mal kurz noch ein Stückchen hinten raus, ähm, weil das hat dann so ein bisschen Kontext auch zu dem. Um, was äh, ich mit Biden noch verbinde, Biden und WTI, das wird eine interessante Story. Das sollten wir so ein bisschen mit auf der Uhr auch haben, zumindest mittelfristig. Aber das bringt halt auch kurzfristig immer wieder Bewegung rein. Zunächst allerdings zu den Währungen. Wir starten hier mal mit dem Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Wenn ich ihn dann finde, hier ist er. Zack. <laughs> Sehr schön. Hier, wir sehen es im Stundenchart. Der Markt testet gerade wieder sehr, sehr ausgiebig das Ausbruchslevel. Ausbruchslevel, warum? Hier, wenn wir uns das Ganze mal auf der Tagesbasis anschauen wollen, schaut mal, das ist der Abwärtstrend, den wir hier ganz klassisch momentan am Laufen haben. Also hier läuft wirklich alles schön nach unten. Wir sind unter diesem Unterstützungsbereich auch schon leicht runtergelaufen hier. Das ist ein etwas größerer Drehbereich, ein etwas größerer Schwankungsbereich, den wir hier haben. Ich mache den Chart mal kurz noch ein bisschen sauber. Dieser Schwankungsbereich ergibt sich halt einfach aus der Bandbreite vom Markt und einfach auch aus der großen Spannungsbreite, die wir hier haben. Große Spikes, lange Tageskerzen, daher dieser größere Schwankungsbereich. Und wir sehen halt hier in diesem ganz großen Abwärtstrend nach unten, da sehen wir immer ordentliche Korrekturen und dann kommt unten meistens relativ wenig raus. Das ist das, was wir hier momentan sehen. Und das ist das, worauf wir den Fokus mit haben sollten, um das Ganze hier so ein bisschen zu betrachten. Heißt also, wir sind jetzt hier ordentlich unten drunter gelaufen, auch mit einer ziemlich starken Dynamik hier an dieser Stelle. Wenn wir uns mal diesen, diesen Schubarm nach unten anschauen, hohe Dynamik runter, unten das Tief ganz grob bei 1,536 gelaufen. Jetzt ist halt hier, was wir oder wo wir in die Korrektur reinlaufen. Und diese Korrektur. Hat aus aktueller Sicht doch einen sehr, sehr bärischen Charakter. Woran macht man das ab? Schaut euch das mal auf. Wenn ihr solche Tageskerzen seht, dann heißt das ganz klar da wird immer wieder zu höheren kursen verkauft das heißt da haben wir eine ziemlich hohe schwankungsbreite das ist die korrektur und der abverkauf den wir hier haben der gibt halt diesen bärischen charakter also das passt eher sozusagen zu diesem hier verorteten abwärtstrend an dieser stelle. und das ist das was wir hier so ein bisschen mit beachten sollten ähm, mit äh, sage ich mal dem blick auf das was wir uns jetzt hier zunutze machen nämlich schaut mal hier das ist momentan der korrektive Trendkanal, den wir haben, der läuft so richtig schön im Kanal nach oben. Diese Abverkaufskerzen heißen nicht oder bedeuten nicht, dass wir jetzt direkt wieder unten drunter brechen. Also, wir sehen schon, wir haben nach oben hin auch noch einiges ähm, an Potenzial, das wir durchaus nutzen können, aber. Wir müssen sehen, das ist die Korrektur und deswegen schauen wir hier jetzt drauf, weil wir haben es gesehen, die Gegenbewegung, die ging immer ein ganzes ordentliches Stück nach oben rein ähm, und dann kam irgendwann die Umkehr und die möchte ich nicht verpassen an dieser Stelle und da möchte ich den Fokus drauflegen, wo wir umkehren können. Ja, bis dahin läuft aber die Korrektur noch und weil die Korrektur am Laufen ist, schauen wir uns das Ganze hier mal in den vier Stunden, äh, im, im Stundenchart entsprechend an. Ich raff das mal so ein kleines bisschen zusammen. Hier an dieser Stelle, denn wir sehen hier, ne, schaut mal, hier fängt der Markt an, sich nach oben zu entwickeln. Wir haben hier steigende Hochs, wir haben hier von unten angefangen, steigende Tiefs. Ganz klassisch entsprechend die Korrektur. Anlaufpunkte zur Oberseite hier etwas über 1,55. Die 1,55, die wir dort haben, ist genau dieser Verkaufsbereich hier im untergeordneten Level. Wenn wir da drüber gehen, können wir davon ausgehen, dass die Korrektur auch noch ein Stück weit höher laufen kann. Was haben wir dann da? Hier natürlich diesen Schwungbereich um die 1,553 in etwa. Also dieses Level hier, das hat auch schon Marktbeachtung gefunden. Und entsprechend weiter nach oben haben wir dann hier oben dieses Level, wo wir die Zwischenhochs haben, um die, wo haben wir es konstant? Dann liegen hier um die 1,55,8 zwischen 1,55,6 und 1,55,8 hier oben in diesem Drehbereich rum. Da haben wir das Ganze liegen, ein paar Anlaufpunkte noch, die ohne weiteres in die Korrektur entsprechend auch reinlaufen können, bevor wir möglicherweise den Ausbruch durch die Range nach unten bekommen. Und das ist jetzt das Interessante. Nämlich hier, wenn der Markt tatsächlich rumdreht. Und da ist die Verortung momentan auch wieder sehr, sehr schön zu sehen. Denn wenn wir uns das kleine Bild mal anschauen wollen, wir laufen halt jetzt an diesen Widerstand hier oben ran bei 1,55. Und da wird es doch recht interessant zu sehen, was hier passiert. Denn ich zeichne jetzt mal ganz kurz ein Bild ein. Das wird dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen. Schaut euch mal an, wie steil der Markt sozusagen hier nach oben läuft und wie flach die Oberseite ist in diesem Bereich rum, ne? Das ist schon was in Richtung Keilformation, ne? Hier kann man noch ein kleines Dreieck machen an dieser Stelle. Das ist ganz klar. Das wäre dann aber eher das Thema Ausdehnung der Korrektur. Da haben wir diese Marke hier oben trotzdem noch drin liegen. Und wenn sich das allerdings hier in diesem, ich sage ich mal in diesem Winkel weiter nach oben ranarbeitet, dann steigen schon die Wahrscheinlichkeiten, dass wir hier in diesen Drehleveln hier oben irgendwann den Ausbruch auf zur Unterseite sehen. Und das wäre Wäre dann die Initialzündung für den Weg nach unten und das wäre dann das Spannende zu sehen, wenn wir hier tatsächlich die Wiederaufnahme sozusagen der Abwärtsbewegung auf Tagesbasis initiieren, dann haben wir nämlich schön die Chancen entsprechend zur Unterseite und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, sozusagen diesen Schub nach oben, den wir hier haben, wenn der Markt rumdreht, wo wir da. Die Anlaufpunkte im Kleinen haben, das ist dann wirklich das Interessante. Ich mache mal kurz dieses Rechteck hier raus, damit wir das Ganze ein bisschen besser sehen, denn wir gehen jetzt hier mal in den kleinen Zeitrahmen rein. Das ist dann wirklich das. Das ist die Aufwärtsbewegung, die wir momentan sehen an dieser Stelle. Das ist der Keil, den ich hier eingezeichnet habe, also diese Trendlinie nach oben hin tatsächlich auch da. Und hier sehen wir mal den Schwung nach oben. Und wenn sich das Ganze rausnimmt, schaut mal hier im kleinsten haben wir jetzt bereits schon einen Abwärtstrend. Und wenn dieser Abwärtstrend, der hier vorhanden ist, sich nach unten ausdehnt, das wäre dann das erste Indiz dafür, dass wir runter wollen, wenn das jetzt schon passieren würde. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn sich der Markt hier noch ein Stückchen weiter hochschlängelt, die Spitze wird, wird immer, immer enger hier oben zu den Widerstand. Leveln hin, das kann sich also auch noch ein Stück weit oben ablösen, aber wir sehen es halt, dieser Markt hier nach oben ist halt tief runtergelaufen und hat oben wenig rausgenommen. Also, wenn wir uns den Steigungswinkel hier mal anschauen wollen, an dieser Stelle, was bei rausgekommen ist, hier an dieser Stelle, hier da kam nicht viel vom Ausbruchslevel bis da oben, das war wirklich nicht zu so viel dafür. Die Tiefen, die wir hier unten haben, die sind sehr, sehr weit. Und wenn der Markt dieses Level einbehält, das wäre dann genau der Punkt, wenn wir jetzt hier oben reinlaufen, irgendwo hier in diesem Bereich drehen und dann nach unten umkehren. Das wäre das Idealszenario. Dann haben wir viel Platz nach unten und dann können wir uns halt hier an dieser Stelle auch schon schön auf den Unterseiten orientieren. Das heißt, wenn wir uns das mal im Näheren anschauen, wenn wir jetzt direkt hier in die Trendfortsetzung reingehen, also unter die 1,54, 57, dann wären die nächsten Anlaufmarker mal ganz locker zu sehen. Hier unten um die 1,543. Immer schön an den Zwischentiefs orientieren. 1,54, knapp 18. Und dann haben wir schon unten die Seite hier. Am Schwunglöffel um die, naja, knapp 1,54, das, was wir hier haben. Also die Marker sind definitiv da ähm, und äh, das Ganze hier an dieser Stelle ist wirklich das, was wir aus der Sache in die Short-Richtung lesen können, aber auch im Thema der Korrektur, Ausweitung. So, dann machen wir jetzt Euro, Austral-Dollar. Ach, ich sehe schon ganz lieb, der Christian, der äh, ist hier ein bisschen auch hinterher, auf Facebook sehe ich das auch gerade, ja, es gibt einen YouTube-Kanal von mir, da kann man auch immer wieder reinschauen, da geht es immer wieder um das Thema Börse, äh, das ist der YouTube-Kanal der Investorschule, da stelle ich immer wieder auch interessante Informationen rein, auch zum Forex-Trading, so Sachen, die ab und zu mal nicht hier bei Tickmill direkt mit drüber laufen, weil sie einfach ein bisschen später kommen, also immer mal reinschauen, das lohnt sich wirklich und auch hier morgens vorbeizuschauen ist natürlich sehr, sehr interessant und mit diesem interessanten Blickwinkel gehe ich jetzt Jetzt mal auf die Frage noch ein. Hier zum Währungspaar Euro-Australdollar. So, da haben wir ihn hier oben drin. Das ist ja ein Währungspaar, mit dem bin ich auch persönlich. Ja, sehr verknüpft. Ich habe eine Weile in Australien gelebt ähm, und von der Seite her liegt mir das auch immer sehr am Herzen, das zu sehen, was dort passiert. Und das sind natürlich immer wieder hervorragende Trading-Chancen, die wir hier bekommen. Aktuell sehen wir hier einen sehr, sehr, sehr schwachen Markt. Ähm, wir müssen hier an dieser Stelle auch mal kurz konstatieren, dass uns der Tageschart noch nicht genug Informationen gibt. ja Das Einzige, was wir hier sehen, ist, wir sind hier kurz mal über diese Trading Range nach oben hin ausgebrochen. Ähm, und jetzt fällt der der Markt wieder ganz klar hier in sich zusammen. Ähm, das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Wir trennten also im Kleinen schon wieder abwärts, sind in die Range zurückgekehrt. Ähm, das Ganze müssen wir jetzt allerdings mal ein bisschen einordnen in das, was wir im großen Bild sehen. Das heißt, euro austral müssen wir uns hier mal in der Woche anschauen. Ähm, und wenn wir dieses große Bild in der Woche uns anschauen, dann kommen wir. Hier entsprechend ähm, weiterhin auf diese große, langanhaltende Seitwärtsphase. Das heißt, wenn wir uns diesen Chart mal langfristig auch anschauen, dann sehen wir es hier, wo ich diese lila Linie gezeichnet habe, dieser Bereich hier oben, ungefähr die 1,66,7 in etwa. Äh, das ist die Oberseite und dann hier unten dieser Schwungbereich. Um die 1, naja, 60, 1,68, 1,61. Das ist mal langfristig ein Bereich, in dem sind wir jetzt seit, seit 2018 immer wieder hin und her geschwungen. Extreme Ausreißer zur Oberseite haben wir gehabt, und was ist dann passiert? Wir sind sofort wieder in diesen Range-Bereich zurückgekommen, und das ist das Bild, was wir momentan hier an dieser Stelle auch wieder sehen. Und wenn ich hier mal schätzen dürfte, was wir an dieser Stelle jetzt oder worauf wir uns an dieser Stelle einstellen sollten, dann ist es auf alle Fälle mal, wenn der Markt das weitermacht, was er hier in den letzten Jahren auch immer wieder gemacht wird, wird der Fokus erstmal ganz klar hier unten um die 1,60, 1,61 ranlaufen, ähm, wenn wir. Dort unten drunter dann deutlich tiefer laufen hier, dann haben wir auf der Unterseite noch ein paar weitere Level. Die muss ich jetzt namentlich noch gar nicht benennen, weil das ist einfach ähm, noch viel zu weit weg. Aber wir sehen, es gibt da so viele Anlaufpunkte, die wir zur Unterseite haben, wo die Ausdehnung kommen kann. Äh, das ist schon äh, ja irre zu sehen. Die Unterseite ist also sehr, sehr fokussiert an dieser Stelle. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz im Tageschart anschauen wollen und blicken, wo wir hingehen. Dann sehen wir momentan hier im kleinen Trend, der Markt natürlich schon wieder nach unten. Moment, das zeichne ich auch gleich mal ein. Also das, was wir hier mit, oder was ich mit dem Trend nach unten meine, ist genau das Bild hier. Der Ausflug war oben drüber, der kam auch schön trendig, ne? wenn man das mal hier so sieht. Hier oben rein Bewegung, Korrektur. Schöne Bewegung, das Ganze, die, der letzte Bewegungsarm auch in einem Trend, der hier nach oben gelaufen ist. Also, das lief schon alles schön zusammen. Das ist also ein, einfach etwas, was man ähm, schnell traden muss als Händler. Aber der nächste Trend hier ist da. Wir trennten ganz klar nach unten fallende Tiefs. Fallende Hoch sind da. Jetzt sind wir allerdings hier in eine sehr, sehr weite Überdehnung gegangen und das bringt mich halt in den, in den Gedanken, wie geht es denn hier weiter? Im Kleinen sehen wir hier unten das Zwischentief, das ist das aktuelle Wochentief, das haben wir genau liegen bei 1,62,27, hier unten an dieser Stelle. Ähm, Wenn es drunter fällt, ist ganz klar, was wir hier sehen, schaut mal hier, da ist. Das Spike-Level da unten um die Marke von 1,61 knapp 2 müssten das da unten sein hier unten dieser Drehbereich ja 1,61 2 1,61 3 in diesem Level das steht dann offen im kleinen Zwischenbereich natürlich noch die Anlauf-Level äh, die wir hier unten drinnen haben das heißt ob es das nicht ähm, Moment hier an dieser Stelle also pff. einmal hier und einmal dort wobei äh, das sind so die Level, die kann sich der ein oder andere immer mal raussuchen, aber das sind halt Level, die sind nicht wirklich großartig marktrelevant, ähm, weil es ist halt schon so lange her. Na? Also, ob da jetzt noch was liegt, was aktiv ist, ich weiß es nicht. Also, sollten wir tatsächlich hier unter das Tagestief von gestern drunter fallen, sage ich mal, ist der Weg eher offen hier unten rein Richtung 1,61, äh, ja 5. Bis 1,61, 2,3 hier unten rein. Dieser Weg ist dann da und wir sehen es halt auch, was die Stunde macht. Die Stunde ist stark abwärts gerichtet ähm, und wir sehen hier zwar mal einen leichten Versuch ähm, einer Korrektur, aber wir hängen halt momentan auch schon wieder hier genau in diesem Verkaufslevel drin, wo der Markt nicht rauf will. Also Entscheidung, Korrektur, ja oder nein, meines Erachtens nach, dann, wenn wir hier tatsächlich über die 1,63 drüber laufen, dann haben wir durchaus Chancen, auch ein Stück weit nach oben rein laufen hier an dieser Stelle also Richtung 163,9 nach oben hin kurzen Augenblick ich mache das mal kurz hier wie immer wie gewohnt an dieser Stelle in Magenta Farben äh, damit wir hier die untergeordneten Zeiteinheiten sehen und wenn wir dann weitere Ausweitung nach oben bekommen hier die knapp 165 das ist durchaus mal mit drinnen aber wie schon gesagt der Dreh und Angelpunkt ist momentan einfach wir müssen hier oben drüber Schaffen wir das nicht, sieht es eher schwach aus nach einer ganz flachen Konsolidierung. Und wenn wir hier den Tag dann abverkaufen, dann sehen wir, denke ich mal, zieltechnisch eher den Bereich hier unten um die 161.2 bis 61.4. Der Blick in euro aus dollar So, und damit ja, gehen wir jetzt hier an dieser Stelle zum WTI. Pass auf, folgendes. Thema WTI. Ähm, ich sage nachher kurz auch was dazu ähm, zur Thema, zum Thema Klimapolitik mit Biden. Biden ist halt jemand, der möchte das Land gerne grüner machen. Ja? Er weiß, es gibt einen Wandel ähm, in äh, ja, der Natur. Thema Klimaerwärmung. Ja? Trump weiß das nicht. Biden schon der guckt auf die wissenschaftlichen Fakten und die Welt kümmert sich ja auch drum sie versucht zumindest die Erderwärmung langsamer laufen zu lassen und die Welt ist auch versucht sozusagen den CO2 Ausstoß zu reduzieren und wo kommt viel CO2 Ausstoß her Ganz klar beim Thema Energiegewinnung. Und Energiegewinnung ist halt nicht nur unsere Heizung oder unser Strom, das ist auch alles, was wir zum Transportwesen nutzen, alles, was Verbrennungstechniken sind, das ist alles Thema Energie. Und da braucht man heutzutage halt häufig auch noch ganz viel Öl neben Kohle und anderen fossilen Brennstoffen natürlich auch. Und wenn wir jetzt in die Situation kommen, dass auch sozusagen die größte Volkswirtschaft der Welt ja, und äh, der größte CO2-Produzent, die USA, ähm, in Richtung Klimaneutralität sich orientieren möchte, später dazu mehr, dann heißt das ja auch, dass wir weniger Öl benutzen. Und wenn wir weniger Öl benutzen, sinkt die Nachfrage nach diesem Rohstoff, was dann wiederum bei der aktuellen, äh, sage ich mal, Rate der Produktion, Natürlich zu fallenden Preisen führen wird. Und wir sehen ja, wie angespannt die Lage am Ölmarkt schon ist, weil die Nachfrage so stark zurückgegangen ist. Und wir sehen an dieser Stelle ja auch, dass hier ähm, jetzt auch gerade bei der Bewältigung der Corona-Krise ganz, ganz viele Fördermaßnahmen an die grüne, äh, sag ich mal, Fortentwicklung unserer Energiewirtschaft oder generell unserer Wirtschaft gekoppelt wird. Da fließt also sehr, sehr viel Geld rein. Man versucht hier diese Chance zu nutzen, sozusagen. Jetzt, wo eh alles am Boden liegt, ohne was kaputt zu machen durch so einen Änderungsweg in Richtung grüne Energie, weil das Kaputte ist ja schon da, Corona hat es geschafft, ähm, da kann man also nicht mehr extrem viel kaputt machen, wenn die Wirtschaft eh schon am Boden liegt. Und jetzt das zu fördern, was grün ist, ist ein guter Anfang. Und das sieht man auch, das ist genau das, was WTI hier momentan spielt. Wir drehen so langsam, aber sicher rum. Und das ist hier der Blick nochmal ins WTI. Ich weiß, wir hatten das Öl jetzt die Tage öfter auf der Uhr. Einfach wegen den aktiven Trading-Ansätzen von oben nach unten ist es uns sehr gut gelungen. Hier sind wir oben rein unter oder die Short-Situationen haben wir beleuchtet. Unten unterhalb von 39, 60 und den Umkehrschub hier unten haben wir uns auch wieder angeschaut. Und jetzt wird es halt wirklich interessant, ähm, was passiert. Kurzfristig sieht es so aus. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, wir haben ja auch die Ölmarktdaten vorhin auch schon uns angelegt. Kurzfristig schaut das so aus, dass wir durchaus ein Stück weit noch nach oben laufen können. Ja? Der Abwärtstrend ist aber mittlerweile entsprechend auch da. Hier an dieser Stelle, ja, also wenn ich den mal ganz kurz skizziere hier, dann sieht man es etwas deutlicher. Hier der Abwärtstrend, also hier oben. Der erste Schub nach unten, die Korrektur oben rein. Der zweite Schub, das ist das trendige nach unten hin. Und das, was wir jetzt sehen, ist sozusagen hier die Korrektur nach oben raus. Und die Korrektur ist halt hier an dieser Stelle auch in einen wichtigen Bereich reingelaufen. Denn hier oben, schaut euch das mal an dieses Level Drehpunkt um die 3960, das ist ein Widerstandsbereich, den wir hier auf der Uhr haben. Und wenn der hält. Wir haben gestern eine Umkehr gekommen, die wird momentan, sage ich mal, korrigiert. Wenn das Ganze jetzt tatsächlich nach oben weiterläuft und wir im Kurzfristbereich hier oben drüber drehen, also über dieses Zwischenhoch da, äh, um die Marke von um die 29, 39, wo haben wir das Hoch hier oben, 39,22. Wenn wir da drüber laufen, wäre das dann natürlich genau das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Da würde sich dann hier entsprechend ein Aufwärtstrend bilden, der dann durchaus Chancen zur Oberseite hat. Wir sehen das im kleineren Bereich hier untergeordnet natürlich, die Zwischenhochs, die wir dort oben haben, beziehungsweise dann hier oben dieser Ausbruchsbereich um die 41,55. Das ist durchaus alles interessant an dieser Stelle zur Oberseite hin zu sehen. Prallen wir allerdings nach unten ab, also setzt sich diese kleine Gegenbewegung hier fort nach unten hin. Ja, das ist das, was wir hier mittlerweile im Stundentrend auch schon wieder sehen. Da sehen wir es ganz klar an dieser Stelle. Moment, hier ist, naja, ich zeichne es euch mal ein. Ich weiß, dass viele mit diesen untergeordneten Zeiteinheiten aus Rückmeldung noch nicht so gut zurechtkommen. Grob skizziert: Das hier, was wir hier oben haben, das ist der korrektive Aufwärtstrend, den wir hier liegen haben. Hier oben rein. Und jetzt sehen wir dass der Markt schon rumgedreht ist, also dieses Zwischentief hier rausgenommen hat, jetzt korrigiert und jetzt kommt es halt darauf an, Wiederaufnahme nach oben hin wäre ganz klar, wir werden die, die 3923 wahrscheinlich nochmal antesten und dann möglicherweise hier drüben in die höheren Bereiche reinlaufen. Das ist aber alles nur Korrektur, ne? das muss jedem klar sein. Wenn wir dann wieder rumdrehen, haben wir die Chance zur Unterseite zu laufen. Aber wenn wir jetzt natürlich direkt die Umkehr machen, hier unten drunter laufen und dann aus der kleinen Korrektur, die wir jetzt hier haben, die Unterseite anlaufen. Dann haben wir durchaus die Chancen, uns hier an diesen eingezeichneten Levels zu orientieren. Das Drehlevel hier um die 37, 28 und dann hier. Das Zwischentief und dieses Zwischentief hier ist halt auch ein wichtiger Drehbereich um die 36,40. Hier sind wir über dieses Abwärtstief gelaufen, über dieses Abwärtshoch gelaufen, haben uns stabilisiert und sind dann weiter in die Korrektur gegangen. Wenn das auch abverkauft wird, dann haben wir hier die Trendentstehung bei 34,54 und dann unten die 33,50 als Anlaufpunkt. Auf das, was wir hier in der Unterseite im WTI entsprechend haben. Ja, also dieser Markt ist trendig, dieser Markt ist momentan in seiner Korrektur. Und wie schon gesagt, wenn sich das Bild von gestern bestätigt, ja, wir, wir haben hier immerhin einen 24-Stunden-Markt und da gibt es halt auch mal Korrekturen, aber... Hier war gestern die Umkehrkerze. Die Umkehrkerze ist schon bestätigt worden. Das Ganze korrigiert jetzt und wenn das dann weiter rumdreht, dann haben wir genau den Weg nach unten. Geht es nach oben, dann, wie schon gesagt, wird hier oben die 3923. Wichtig, geht es darüber, trennten wir hier hoch und dann wird das obere Level um die 4155 erst einmal wieder relevant, weil wir sind nach diesem Ausflug nach unten wieder in die Range zurückgekehrt. Und wenn wir mal schauen, wo wir gerade sind beim Thema Range, wir sind mal wieder hier ganz klar und eindeutig im Median angekommen. Und dort wird sich entscheiden, wo die Reise hingeht. Zumindest mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. So, das wäre die Besprechung der Charts hier mit Blick auf die Rohstoffe und die Währungen. Jetzt machen wir an dieser äh, Zeit ähm, den Blick auf das, was wir jetzt hier sehen werden. Das heißt, worauf wir jetzt mal schauen, ähm, ist hier ganz klar äh, das Thema, was passiert denn gerade in den USA. So, und beim Thema USA mache ich jetzt kurz eine Aufnahme Stopp.